Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Florence, dem Spiel, in dem es um die erste große Liebe geht. Und wer den ersten Teil zu diesem Spiel noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch das in der Infobox und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns hier dann im zweiten Teil wiedersehen. Wobei ich sagen muss, ich habe wirklich etwas Angst vor dem heutigen zweiten Teil, da ich hoffe und wünsche natürlich den beiden, der Florence und dem Krish, dass sie eine lange, lange, lange glückliche Beziehung haben, habe da aber leider auch so meine Bedenken und Zweifel und ich fürchte, dass ich dann wahrscheinlich unwahrscheinlich mit emotional werden werde und ihr vielleicht eine ganz andere Seite von mir erfahren werdet, meine Lieben. Aber soweit ist es noch nicht und wir beten einfach, dass die beiden eine glückliche Zeit miteinander verbringen und fahren einfach mal fort. Denn wir haben das letzte Mal begonnen in Kapitel 8, Erkundung. Die beiden sind relativ frisch zusammen und da ist alles noch richtig, richtig zauberhaft. Und so, da haben wir nämlich jetzt eine neue Funktion. Aha, guck mal, siehst du, das finde ich sehr gut. Das letzte Mal, vielleicht war das ja auch ein Gamebug, haben wir unwahrscheinlich lange warten müssen, bis diese Bilder entwickelt sind. Und ihr seht sie, jetzt geht das viel, viel schneller. Genau. Ich mache mal kurz die Musik ein bisschen leiser. So, und da sehen wir es. Krish, Musikfreunde, denn wir erinnern uns zurück. Die Florence hat den Krish an der Straße als Straßenmusiker kennengelernt und sie besuchen ein musikalisches, eine musikalische Veranstaltung. Was machen sie jetzt? Sie gehen in den Wald wandern. Was haben wir hier? Okay, Sushi essen. Wobei er... Ah, siehst du, ich wollte gerade sagen, er sieht so aus, als sei das sein erstes Sushi. Ach, schön. Ja, Sushi eignet sich natürlich auch zum ersten Date, aber prima, wenn man nicht mit Stäbchen essen kann. So, die Hemerashyanis, das heißt Florence, wird der Familie vorgestellt. Und meine Lieben, wer von euch schon die erste Beziehung hatte oder allgemein am Anfang einer Beziehung steht, weiß, was das für ein Moment ist, wenn du plötzlich einer komplett fremden Familie vorgestellt wirst und du kennst einfach alle Leute nicht und alle gucken auf dich, das ist schon ziemlich komisch. Und dann ist es umso erfreulicher, wie hier zu sehen, wenn sich alle doch verstehen. Denn es gibt nichts Schlimmeres als Familien, in denen du dich nicht verstehst. So, Kunstgalerie. Florence war ja eine Künstlerin und das heißt, nicht nur sie war bei seinen Musikfreunden, sondern auch sie kann ihm etwas von ihren Hobbys zeigen. Und das, meine Lieben, finde ich, ist auch immer wieder etwas sehr, sehr Schönes, wenn zum einen beide Partner ein Hobby haben, was auch nicht immer die Regel ist, aber behaltet euch das. Und vor allem, wenn beide Verständnis für das Hobby haben und sich auch für das Hobby des anderen zumindest einmal interessieren. Da wird jetzt der eine sagen, das ist doch selbstverständlich, aber das ist leider nicht immer selbstverständlich. Ai, gut, und Skateboard-Unterricht gibt's auch. Ach schön, und sie hängt es sich auf Arbeit, ihre Erinnerungen. Akt 4, Einkauf. So, das sieht fast so aus, als wären Florence und Krish nach ihrer ersten Phase des Kennenlernens, den schönen ersten tollen Momenten, die sie auf Bildern festgehalten haben, nun in einem gewissen Alltag angekommen. Und wir kennen das alle, das hat natürlich so die etwas eher öderen Momente an sich. So, sie stehen vorm Regal und überlegen jetzt bestimmt, was sie sich kaufen wollen. So, und wir sehen es ja. Wir hatten es in der letzten Folge ja schon gesehen bei den Dates. Es war erst am Anfang ein ziemliches Durcheinander, bis sich beide gedanklich sortieren konnten und wir hatten unwahrscheinlich viele Puzzleteile im Kopf, die dann irgendwann weniger wurden. Es
Sie waren auf einer Wellenlänge. Und wir sehen es, sie sind es jetzt auch immer noch. Oh. Oh, das sieht nach Streit aus. Aber gut, natürlich, Streit kommt in jeder Beziehung vor, meine Lieben, und gehört natürlich auch dazu. Streit gehört immer dazu. Das sind die unschönen Momente, das wissen wir alle. Oh. Und sie scheinen sich sehr, sehr, sehr heftig zu streiten. Ihr seht, es geht wild hin und her. Oh. Oh. Ja. Und am Ende nach so einem Streit sitzt man natürlich ganz gerne mal einfach in der Ecke und man bereut das vielleicht. Und jetzt haben wir das Klassische, wer macht jetzt den ersten Schritt? Die Florence. Oh. Sie vertragen sich. Und alles ist wieder gut. Sechs Monate später. Sieht sie zusammen. Oh, können wir die aufmachen? Ja, wir können sie aufmachen. Oh, ich brauche Sekunde. So, was hat sie denn da alles drin? Turnschuhe, alles mögliche Zeug. So. Und, oh, ja, also das sieht so aus, als würde Florence zu Krish in die Wohnung ziehen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Oder umgekehrt, wie war das Bild? Entschuldigung, ich habe mich so von dieser Szenerie hinreißen lassen. Zumindest muss natürlich aus Kompromissen heraus einer von beiden dann ein paar Sachen, die er natürlich nicht mehr braucht, einmotten, aber das ist auch generell nicht mehr schlimm. Die kannst du ja immer noch jederzeit wieder rausholen. So, und die Sachen, die doppelt sind. Guck mal, Reiskocher. Packen einfach hier ein paar Sachen jetzt ein. Aber das sieht nach essbarem Essen aus. Und auch das Chaos im Bad. So, oh, also ich glaube, Krish zieht ein. Er kommt einfach nur mit einer Zahnbürste an. Ja, die stellen wir dann noch mit dazu. Zum weiblichen Chaos. Oh, ja, genau, die Eule. Und natürlich der Krish muss natürlich seine Sachen auch da stehen haben dürfen. Die Kerze, die können wir eigentlich stehen lassen, würde ich sagen. Können wir nicht einfach ein paar Bücher? Komm, wir schmeißen ein paar Bücher raus und stellen hier einfach noch den Plattenspieler hin. Was ist das? Brauchen wir das? Nein, ich glaube, das brauchen wir jetzt einfach mal nicht. Und wobei, wir stellen einfach das hier hin. Komm, wir werfen einfach noch ein paar Bücher raus. Entschuldigung, lieber Krish, dass wir das ganz nach unten hinstellen. Oh, Foto würde ich eigentlich ungerne wegstellen. Komm, wir machen die Kerze weg, die können wir auch an einen anderen Ort hinstellen. Und wir müssen noch mehr wegwerfen, ne? Gut, pass auf. Wir lesen ab heute nicht mehr. Wir sind ja jetzt zu zweit und reden dann einfach nur noch. So sieht jetzt unser Regal aus. Und beide genießen die Zeit. Ah, genau, wir erinnern uns, der Krish hatte sich ja beworben bei der Musikakademie, was die Florence unter dem Couch oder unter dem Bett gefunden hatte und gesagt hat, hey, geh da unbedingt hin und heute ist die Audition. So, sie wünscht ihm natürlich alles Glück der Welt. Oh, was hat er denn für... Oh, ach, ist das süß. Ach, schön. Und er schenkt ihr was zu malen. Ach, ist das süß.
Kapitel 11. Glücklich zusammen. So, jetzt bin ich ja gespannt, ob sie aufsteht. Ja, ihr habt's gesehen. Jetzt hört sie sofort den Wecker. Ja, wir trinken genüsslich den Kaffee. Wir essen ein bisschen Erdbeeren, ein bisschen Toast mit. Ich habe keine Ahnung, was da drauf ist, aber wir essen es einfach. Und, oh, wir schreiben. Oh, das ist schön. Ach, wir schreiben jetzt einfach mal ein bisschen gut amüsiert vor uns hin. Warum macht er denn immer diesen traurigen Smiley? Ach so, weil er traurig ist, uns nicht mehr zu sehen. Ach, ist doch süß. Ja, das schreiben wir. Warum lacht er uns jetzt aus? Aha, so, siehst du, guck mal, wie schnell dann plötzlich die Arbeit von den Fingern geht, wenn du gut gelaunt bist. Und sie kochen schön zusammen. Das ist bestimmt was Indisches. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ja, ich habe jetzt nur einfach mal die Pfanne angehalten, hochgehoben. Gut. Oh, sollen wir ihn jetzt malen? Oh Gott, mein zeichnerisches Talent ist leider, ist leider überhaupt nicht vorhanden. Okay, das heißt, meine Lieben, verurteilt mich jetzt. Kann ich nochmal sehen, wie er aussieht? Ah, okay. Sehr gut. Vielen lieben Dank, liebes Spiel, dass ihr mich jetzt nicht so bloßstellt. So werde ich dann doch noch zum gefeierten Künstler. Zack. Und sie schlafen abends glücklich ein. Akt 5. Routine. Oh oh. Natürlich, meine Lieben, klar, irgendwann kommt der Punkt, da wird der Alltag zur gewissen Routine. Und immer wieder kommt es dann vor, dass man einfach wieder vergisst, was man am anderen hat. Das kommt in ganz, ganz vielen Beziehungen leider immer wieder vor. Wir gucken uns mal an, wie das Ganze jetzt zwischen den beiden aussieht. Ein Jahr später. So, es ist, also seht ihr es, 15 Minuten früher haben wir es jetzt, 7 Uhr, der Wecker klingelt und sie schlafen schon nicht mehr zusammen. Man putzt sich die Zähne. Krish geht zur Musikakademie und Florence macht ihre Arbeit. So, ich habe schon wieder vergessen, was sie tun muss. Ja, es ist okay, der Tag vergeht. Oh, Mutti ruft schon wieder an. Ja, Mama? Hallo? Hör auf, dir Sorgen um mich zu machen. Ich hab zu tun, ich hab keine Zeit. Aber ich möchte nicht die ganze Zeit so negativ antworten. Ach Mutti, ich will doch gar nicht so zu dir sein. Nein, kein Freund. Oh, warum sagt sie, sie hat keine Zeit für einen Freund? Oh, was ist da los? Okay, überlass das einfach mir. Oh, das war jetzt kein so schönes Gespräch. Oh, guck mal, wie distanziert die beiden da sitzen. Ach, das ist traurig. Ja, man isst halt die Pizza nebeneinander und es schmeckt vielleicht. Und man geht ins Bett. Oh, Kapitel 13. Erosion.
Er nimmt es natürlich mit. Irgendetwas missfällt ihm. Kapitel 14. Streit. Sie streiten sich. Oh, Krish ist sehr, sehr sauer. Wir wissen natürlich nicht, worum es geht. Und in jedem Streit, meine Lieben, entschuldigt, wenn ich das jetzt so ein bisschen vielleicht aus der Stimmung reiße, wirft man sich einfach immer sehr, sehr viele Dinge an den Kopf, die man vielleicht gar nicht unbedingt so meint. Streitet euch doch nicht. Ist das traurig. Ich leide gerade irgendwie richtig mit ihr, meine Lieben. Jeder, der sich schon mal mit irgendwem gestritten hat. Du sitzt am Ende dann einfach nur da und fragst dich, Scheiße, was ist da eigentlich gerade passiert? Das Problem ist meistens in so einer Sache, das macht es einfach immer nur noch schlimmer. Und meine Lieben, was ich euch wirklich ernsthaft ans Herz legen möchte, macht es wenigstens persönlich, redet miteinander und macht es einfach nicht über diese beschissenen Telefone. Das macht es einfach nur noch schlimmer. Oh, aber ich glaube, beide schlafen jetzt getrennt, kann das sein? Oh, sie drehen sich um. Nein, falsch rum. Das passt nicht. Oh. Kapitel 15. Auseinanderlebend. Boah, ich krieg jetzt schon Pipi in den Augen, ne? Ja, okay. So. Das sieht aus nach einem Foto, was vielleicht zerrissen wurde. Wisst ihr, was ich meine? Wie man es vielleicht nach einem Streit ganz gerne mal tut. Fotos zerreißen. Ihren Kopf nicht. Äh.
ihr seht's, die Teile wollen einfach nicht zusammenbleiben. Irgendwas, ich kriege es gerade nicht hin. Hä? Die Teile wandern immer wieder auseinander. Was ist das? Also, das gibt's doch nicht. So, und jetzt bitte zusammen. Sieht aus. Oh. Was packt er denn ein? Seine Chucks. Was gehörte ihm denn alles? Okay, das waren ihre Sachen. Ich weiß doch nicht, was ihm gehört. Ich weiß nicht, was ihm gehört. Woher soll ich das wissen? Müssen wir alles einpacken? Und auch in der Küche, wo ich leider auch keine Ahnung habe, was den beiden gehört. Ja, hier weiß ich es noch einigermaßen. Tja, das Regal sieht jetzt ziemlich leer aus. Und wir machen die Kiste zu. Das ist traurig. Oh, ich fange gleich mit an zu weinen. Oh nein. Akt 6. Bruchstücke. Die Erinnerungen an den Krish verblassen. Kapitel 18. Loslassen. Und Liebeskummer, meine Lieben, ist eines der schlimmsten Schmerzen, die man haben kann. Und so läuft Florence jetzt wieder alleine
durch die Welt und alles ist so trostlos und farblos. Dabei hatte er ihr so viel Farbe ins Leben gebracht. Kapitel 19. Aufwachen. Und sie findet die Farbpalette wieder. Kochen mit Mama. Und sie hat für das Bild, was sie gemalt hat, den 2. Preis gewonnen. Pummel. Ah, und sie hat sich selbstständig gemacht. Das heißt, jetzt hat sie einen Job, der sie glücklich macht. Ach, was schön. Kapitel 20. Und weiter geht's. So, jetzt packen wir schon wieder unsere Sachen ein. Ach, das wird der alte Arbeitsplatz sein. Alles packen wir ein. Oh. Und sie findet eine alte Erinnerung an Krish. Man sieht es, sie lächelt. Und wir machen mal wieder Kisten zu. Mit ihrer Mama. Uhu, ihre erste Ausstellung. Guck mal, es ist wieder Farbe in ihrem Leben, und zwar viel. Oh, das sieht zu Ende aus. Das war Florence. Oh, meine Lieben. Wow, vielen lieben Dank für dieses Spiel. Ich bin gerade noch so ein bisschen emotional befangen, deswegen kann ich noch nicht so klar reden. Wow, ich lasse das einfach mal runterrütteln.
Wow. Vielen lieben Dank für diese großartige, grandiose App, meine Lieben. Und ich musste jetzt wirklich auch mal so die ein oder andere Träne so ein bisschen beiseite wischen, da mich das natürlich an meine eigenen vergangenen Beziehungen und natürlich auch den Verlauf erinnert hat. So, ihr seht, es kommt schon wieder hoch. Oh Gott. Ich hoffe natürlich, ihr hattet einfach Spaß mit diesem Video und vor allem diesem Spiel. Und wenn ihr das genauso seht, in diesem Fall muss ich einfach wirklich aufrufen, unterstützt solche Entwickler, indem ihr einfach diese App wirklich kauft. Ich habe es euch ja verlinkt, was das Ganze kostet, und diese Story einfach selbst nochmal erlebt und weitererzählt von diesem Spiel und diesen Entwicklern und auch etwas anderes spielt, genau, und eine Bewertung abgibt. Ach, oh Gott, da ist unser hübsch-hässlicher Schmetterling. Oh je, das war doch hochgradig emotional und ich muss sagen, ich bin wirklich dankbar für solche Spiele. Und ja, es ist Karfreitag heute. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch alle frei und wünsche euch natürlich noch einen schönen Tag. So, ich muss mich jetzt einfach erstmal emotional ein bisschen sammeln und werde einfach dieses Video jetzt spontan, wie ich es auch aufgenommen habe, zusammenschneiden und wünsche euch da draußen in Liebe oder nicht in Liebe, in gerade Trennungsschmerz oder nicht Trennungsschmerz, trotzdem einfach den bestmöglichsten Tag, den ihr haben könnt. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns einfach an dieser Stelle oder einer anderen zu einem Video wiedersehen würden. Also bis dahin, seid ein wenig dirty und genießt es. Tschüss!